I'm a man. Ich bin ein Mensch. Der Slogan der schwarzen Bürgerrechtsbewegung in den USA. Heute immer noch hochaktuell. Mein Name ist Sekou Neble. Ich bin Amerikaner. Ich möchte herausfinden, warum das Rassenproblem in meinem Heimatland bis heute nicht gelöst ist und es immer wieder zu Gewalt und Toten kommt. Wie im Juni 2016 in Baton Rouge. All of us as Americans should be troubled by these shootings. Früher wie heute ist die Frage unbeantwortet. Welche Rolle spielen Schwarze in der amerikanischen Gesellschaft? Sie stecken dich in den Knast und geben dir einen Job für die nächsten 10, 15, 20 Jahre. Dafür zahlen sie, sagen wir mal, 10 Cent pro Stunde. Meine Eltern waren Bürgerrechtler in Boston. Für sie war Mississippi the heart of the beast, das Herz einer Bestie namens Rassismus. Ich starte meine Reise entlang des Highway 61 in Clarksdale. Hier wurde der Blues geboren. Vor dem Cathead Plattenladen ein Straßenkonzert. Die Zuhörer sind weiß. Clarksdale ist bekannt für das Riverside Hotel. Legendär in den 50ern und 60ern. Heute gehört es Zee Radcliffe. Sie führt mich durch das Riverside. Bessie Smith. Die Blues-Sängerin Bessie Smith ist hier gestorben. Damals war das Riverside noch ein Krankenhaus, das einzige, das Schwarze aufnahm. Musiker wie Ike Turner, John Lee Hooker und Muddy Waters haben hier gelebt. Ich komme mit Zees Mutter Joyce ins Gespräch. Wo ist denn ihr Zuhause? Eigentlich bin ich aus Boston, lebe aber seit 20 Jahren in Deutschland. Gefällt es Ihnen dort? Das ist gut. Ich bin nur von hier, aus Clarksdale. Früher war es in Ordnung, aber heute fühlt es sich nicht mehr wie zu Hause an. Aber es war mal eins? Ja, früher. Wir hatten so viel Hoffnung für die Zukunft, aber es gab so viel, was gegen uns stand. In Ihrer Jugend gab es zwei Amerikas, ein schwarzes und ein weißes. War das normal für Sie oder haben Sie die Ungerechtigkeit immer gespürt? Wir wussten, dass es ungerecht war, aber meine Eltern haben alles von uns ferngehalten. Was Rassentrennung heißt, ist mir erst viel später bewusst geworden. Wir Schwarzen hier und die Weißen dort. So war das damals. Auch noch, als ich auf die High School ging. Separate but equal. Separate but equal. Formal gleichgestellt, aber getrennt. Das galt bis zum Ende der Rassentrennung 1964 für Busse, Restaurants, Toiletten, Wohnviertel. Schwarze und Weiße sollten sich nicht begegnen. Das ist nicht mehr die Stadt, in der ich aufgewachsen bin. Wir hatten alles. Es gab sogar Fabriken. Früher lebten hier sogar Millionäre. Und das ist alles verschwunden? Oh ja, als es anfing zu verschwinden, war ich irgendwo in einem Klassenzimmer. Raus aus Clarksdale, tiefer hinein nach Mississippi, vorbei an Baumwollfeldern.
In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts sind mehr als 8 Millionen Schwarze in den Norden abgewandert, auf der Suche nach fair bezahlter Arbeit. Deshalb ist heute der ländliche Teil Mississippis entvölkert. Ich verlasse Highway 61 Richtung Jackson. Die Ferris Street war einmal ein Mittelpunkt der schwarzen Innenstadt. Hier treffe ich Charles Figures. Er ist Mitglied der NAACP und Historiker. Hier herrschte Apartheid. Lassen Sie mich das so erklären. Wenn ein Schwarzer ein paar Schuhe kaufen wollte, konnte er das theoretisch auch in der weißen Innenstadt tun. Im weißen Stadtzentrum einzukaufen war kein Problem. Aber dort durfte er die Schuhe nicht anprobieren. Er musste eine Schablone mitbringen, um die richtige Größe zu finden. Außer auf der Farish Street. Hier konnten schwarze Kunden in schwarzen Geschäften einkaufen. Das waren unsere Geschäfte in unserer Gegend. Alte Fotos zeigen urbanes Leben. Das ist Vergangenheit. Hier ist alles verlassen und verrammelt. Seit wann ist das so? Das fing in den frühen 70er Jahren an. Als die Rassentrennung verschwand, zog es Schwarze zum Einkaufen in die weiße Innenstadt. Sie kamen nicht mehr hierher. Das da drüben war Neuland für sie. Das wollten sie entdecken. Meine Mutter und andere sagen, dass Integration das Schlimmste war, was dem schwarzen Amerika passieren konnte. Sehen Sie das auch so? Wollen Sie wirklich zurück zu niedrigen Stundenlöhnen? Wollen Sie wirklich hinten im Bus sitzen? Aber es stimmt schon. Wir haben unsere Gemeinschaft aufgegeben, alles, was wir hatten. Das Alamo-Kino oder Familienrestaurants wie Peaches. Wir haben sie im Stich gelassen und sie sind eingegangen. Neben Peaches ein Schuster. Der einzige Laden auf der Ferris Street, der übrig geblieben ist. James Brown, Aretha Franklin, Duke Ellington. Alle sind hier aufgetreten, wie ein Schnupfen. Sie kamen immer wieder. Hier gegenüber war früher ein Casino, das Caesar's Palace Auditorium. Das sind Bilder vom ersten Farish Street Festival. So sah es hier früher aus. Das ist der Mississippi Mass Choir, der echte Mississippi Mass Choir. Wann war das? 1972. Mann, hatten wir Spaß. Hier, diese hübschen Damen, die trugen kein Make-up. Das waren echte Schönheiten. Dieser Teil der Stadt war wie ein Dorf, genau richtig für Kinder. Jeder hat sich um den anderen gekümmert. Jeder hatte Arbeit. Der Mindestlohn betrug 1,60, 1,80 pro Stunde. Aber jeder hat gearbeitet. Es gab keine Überfälle, keine Morde. Wenn es mal zu Krach auf der Straße kam, haben sich die Streithähne nach einer halben Stunde umarmt und versöhnt. Es war Liebe. Das ist es, was fehlt. Aber eins ist geblieben. Alabama, Mississippi und Arkansas waren die Ku Klux Klan-Staaten. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Ich brauche Luft. Mississippi ist der tiefe Süden. Für die Menschen im Norden, vor allem die Weißen, eine unbekannte Welt. In der Jugend meiner Eltern mehr noch als heute. Der Terror des Ku Klux Klan, von dem schwarze Zuwanderer damals berichteten,
kam im Norden nur als Wahnvorstellung an. Und die Rassentrennung war etwas Unschönes, vor dem man lieber die Augen verschlossen hat. Doch dann kam Rosa Parks. Sie weigerte sich, ihren Sitzplatz im Bus für einen Weißen zu räumen und wurde prompt verhaftet. Damit fing die Bürgerrechtsbewegung an. Kurz zuvor hatte der brutale Mord an Emmett Till das ganze Land aufgerüttelt. Um mehr darüber zu erfahren, bin ich mit Minnie Watson verabredet, einer Lehrerin aus Jackson. Emmett Till war ein 14-jähriger Junge aus Chicago. Seine Mutter hatte ihn nach Mississippi geschickt, zu Besuch bei seinen Cousins und seinem Onkel. Emmett und ein Cousin gingen in ein Lebensmittelgeschäft. Hinter der Theke stand Carolyn Bryant, eine weiße Frau. Ihrem Mann gehörte der Laden. Im Rausgehen soll Emmett bei Baby gerufen haben. Carolyn Bryant erzählt ihrem Mann Roy Bryant davon. Und zusammen mit seinem Halbbruder John William Milam hat er den Jungen ermordet. Sie haben ihn mitten in der Nacht aus dem Haus seines Onkels gezerrt, ihn verprügelt, gelyncht und die Leiche in einen Fluss geworfen. Mamie Till, Emmets Mutter, ist am Boden zerstört. Dem Schmerz zum Trotz nutzt sie die Beerdigung am 6. September 1955 in Chicago für eine politische Demonstration. Bürgerrechtler wie Medgar Evers haben sie überredet, den Sarg während der Trauerfeier offen zu lassen. So konnte die Welt sehen, was geschehen war. Auch vorher hatte es Berichte über Gräueltaten gegeben, aber die meisten Leute außerhalb von Mississippi konnten nicht glauben, was ihnen zu Ohren kam. Durch die Bilder hat sich das geändert. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Die Bilder des toten Emmett Till gingen um die Welt. Alle sahen, was diese Mörder dem Jungen angetan hatten. Und die Leute sagten sich, es stimmt also doch, was wir von dort unten hören. Am 9. September 1955 beginnt der Prozess. Mamie Till appelliert an die Gerechtigkeit. Ich bin der Meinung, dass die Schuld bei Mrs. Bryant anfängt und ich will, dass sie ihre gerechte Strafe erhält. Sie, ihr Mann und jeder, der beteiligt war an diesem Mord. Und der Druck sollte vom Präsidenten der Vereinigten Staaten ausgehen und bis nach Money, Mississippi spürbar sein. Die Jury besteht nur aus Weißen. Die Angeklagten verhalten sich beim Prozess vor den Augen von Mamie Till, wie auf einem Familienausflug. Eine wichtige Rolle im Prozess spielt Medgar Evers, ein junger Bürgerrechtler. Sein ehemaliges Wohnhaus ist heute ein Museum in Jackson, Mississippi. Evers war ein Veteran aus dem Zweiten Weltkrieg und Familienvater. Er war der erste Generalsekretär der Bürgerrechtsorganisation NAACP. Er half der schwarzen Bevölkerung, sich als Wähler zu registrieren und hat Prügelattacken und Morde an Schwarzen untersucht. Aber die weißen Mächtigen sagten, das werden wir nicht zulassen. Für sie waren wir Bürger zweiter Klasse, im wahrsten Sinne des Wortes. Der Prozess gegen die Mörder von Emmett Till gilt als Beweis für den tief sitzenden Rassismus. Die weißen Angeklagten werden freigesprochen. 4 Monate später erscheint die illustrierte Look mit der Schlagzeile »Mord in Mississippi zugegeben«. In der Illustrierten schildern Bryant und Milam, wie sie Emmett Till getötet haben und kassieren dafür ein Honorar von $4.000. Wie mag sich Mamie Till dabei gefühlt haben? Und wie mag sie sich gefühlt haben, als Medgar Evers, ohne den der Prozess nicht möglich gewesen wäre,
vor seinem Haus von einem Heckenschützen ermordet wurde, wenige Stunden nachdem Präsident John F. Kennedy seine berühmte Rede zu den Bürgerrechten gehalten hatte. Next week I shall ask the Congress of the United States to act, to make a commitment it has not fully made in this century to the proposition that race has no place in American life or law. This is one country. It has become one country because all of us and all the people who came here had an equal chance to develop their talents. We cannot say to 10% of the population that you can't have that right. Nach dem Mord empfängt Kennedy Medgar Evers Witwe, ihre Kinder und seinen Bruder. 5 Monate später ist auch Kennedy tot. So, you did get involved. Natürlich haben wir uns engagiert, aber wir mussten vorsichtig sein, uns genau überlegen, wann wir woran teilnahmen. Aber irgendwann haben wir uns gesagt, was habe ich zu verlieren außer meinem Leben? Ich bin bereit, es zu geben, damit es die nächste Generation besser hat. Es fing mit Leuten wie Medgar Evers an. Er hatte im Krieg für Amerika gekämpft. Und zu Hause hat er den Kampf fortgesetzt, für Mississippi. Für das Recht, ein Bürger Amerikas zu sein. Für das Recht zu wählen. Sich überhaupt ins Wahlregister eintragen zu lassen. Für das Recht, in jedes Restaurant zu gehen. Ich will keinen Ärger, aber wenn all das Probleme verursacht, dann ist es halt so. Tiefer hinein nach Mississippi. Mir wird bewusst, wie abgelegen die Orte hier sind und wie isoliert die schwarze Bevölkerung gewesen sein muss. Ich fahre nach Philadelphia, Mississippi, auf den Spuren eines besonders grausamen Falles. Es begann mit einer Autofahrt in den Süden. Junge weiße Männer auf dem Weg nach Mississippi. Es sind Freedom Riders. Sie kommen aus dem Norden und wollen die Schwarzen im Süden bei ihrem Kampf für die Bürgerrechte unterstützen. Ein gefährliches Unterfangen. Der erste Freedom Ride fand im Sommer 1961 statt, per Überlandbus. Allein das war eine Provokation. Die Busse wurden vom Ku Klux Klan überfallen und in Brand gesteckt. Come on to Jesus. Andrew Goodman, James Chaney und Michael Schwerner sterben. Hollywood hat ihre Geschichte verfilmt. Die drei wurden verhaftet und in dieses Gebäude gebracht. Es war damals das Bezirksgefängnis. Hier wurden sie festgehalten von 5:30 nachmittags bis 22:30 in der Nacht. Damit Edgar Ray Killen, der Chef des örtlichen Ku Klux Klan, seine Leute zusammentrommeln und den Freedom Riders eine Falle stellen konnte. Dann wurden sie freigelassen. Gegen 22:30 hat Cecil Price, der stellvertretende Sheriff, sie in ihren Kombi gesetzt und aus der Stadt eskortiert. An der Stadtgrenze sagte er, lasst euch hier nie mehr blicken. Sie dachten, alles sei okay. Aber 1,5 Kilometer weiter, an einer Kuppe, lauerten ihnen die Klansmen in 4 Autos auf. Die Polizei von Philadelphia ließ die 3 jungen Männer frei, um ihre Hände in Unschuld waschen zu können. Die Mitglieder des Klan haben sie abgefangen und in ein Waldstück verschleppt. Sie wurden hierher gebracht, weil Edgar Ray Killen an dieser Straße lebte. Er wollte, wie er später sagte, jeden Tag im Vorbeifahren die Stelle sehen, an der sie getötet wurden. Mit James Chaney, dem Afroamerikaner, fingen sie an. Sie haben ihn an einen Baum gekettet und ihn abwechselnd mit Eisenketten ausgepeitscht. Dann haben sie ihn auf den Boden geworfen. Ein Klansman hat ihm die Hose heruntergezogen, ihn kastriert und ihm seinen Penis in den Mund gestopft.
Alton Wayne Roberts, einer der Clans-Männer, ging zu Cheney rüber und sagte, das ist alles, was ihr mir von diesem Nigger übrig gelassen habt? Dann hat er James Cheney erschossen. Mit den beiden weißen Freedom Riders machen die Clans-Männer kurzen Prozess. Bist du dieser Niggerfreund? Michael Schwerner sah hoch und sagte, Sir, ich verstehe, wie Sie sich fühlen. Alton Wayne Roberts setzte ihm die Pistole auf und schoss ihm direkt ins Herz. Andrew Goodman versuchte zu fliehen. Da haben sie auch ihn erschossen. Der Fall schlägt hohe Wellen. Sogar das FBI schaltet sich ein. Vielleicht auch, weil zwei Weiße unter den Opfern waren? Mit besonders großem Aufwand werden die Flüsse abgesucht. Die Leichen wurden erst nach einer 44-tägigen Suche gefunden. Während der Suche fand man 9 weitere Leichen in den Flüssen. Fast wollten die Suchtrupps aufgeben, weil überall Leichen auftauchten. Leichen namenloser junger Afroamerikaner, die ermordet und in die Flüsse geworfen worden waren. Killen hat in dieser Straße gewohnt. Lebt seine Familie noch hier? Ja, seine Familie lebt hier, seine Brüder, viele seiner Anhänger. Können wir da mal anklopfen? Nein. Viele Reporter haben versucht, mit den Killens zu sprechen. Man hat sie mit Gewehren verjagt, auf sie geschossen. Oder sie mit Knüppeln verprügelt. Einundvierzig Jahre bleiben die Morde ungesühnt. Erst im Jahr 2005 wird Edgar Ray Killen wegen Totschlags in 3 Fällen angeklagt. Mit 80 Jahren. Ungeachtet, ob das Urteil schuldig oder nicht schuldig lautet, muss festgestellt werden, dass das Justizsystem trotz all seiner Unzulänglichkeiten funktioniert hat. Ich bitte die Jury um das Urteil. Wir, die Geschworenen, befinden den Angeklagten Edgar Ray Killen in Anklagepunkt 1 des Totschlags für schuldig. Wir, die Geschworenen, befinden den Angeklagten Edgar Ray Killen in Anklagepunkt 2 des Totschlags für schuldig. Wir, die Geschworenen, befinden den Angeklagten Edgar Ray Killen in Anklagepunkt 3 des Totschlags für schuldig. Angestoßen wurde der Prozess von der Philadelphia Coalition, einer Organisation von schwarzen und weißen Bürgern. Bis heute treffen sich Jugendgruppen und diskutieren den Fall. Die Diskussion hier führt Leroy Clemens. Viele Leute sehen alle Schuld bei Edgar Ray Killen. Für sie ist er ein schrecklicher Mensch, das personifizierte Böse. Aber man muss weiterblicken. Lange vor Edgar Ray Killen gab es Machtstrukturen und institutionalisierten Rassismus in Mississippi. Diese Strukturen haben Leute wie ihn hervorgebracht. Rassismus als System. Mich interessiert, ob der Bogen, den Leroy spannt, bis heute reicht. Ich komme aus Boston und lebe in Deutschland. Erlebt ihr hier heute noch Rassismus? Mit unseren weißen Mitschülern ist alles normal. Außer wenn ein weißes Mädchen mit einem schwarzen Jungen geht. Darüber wird nicht gesprochen. Die Eltern verheimlichen das. Sie haben Angst um ihren guten Ruf, wenn ihre weiße Tochter mit einem schwarzen Jungen geht. Meine Familie ist strikt dagegen. Ich kann zwar schwarze Freunde haben, aber mit einem gehen oder ihn heiraten, auf keinen Fall. Das ist tabu. So etwas tut man nicht. Und diskutierst du mit ihnen darüber? Nee,
Darüber kann ich nicht mit ihnen reden. Es würde richtig Ärger geben. Sie würden mich rausschmeißen. Wie findest du das? Ich finde das nicht richtig. Die Hautfarbe sollte keine Rolle spielen. Man sollte zusammen sein, mit wem man will. Wenn ich eine Story schreiben würde, mit der Überschrift Der getrennte Süden, würde das stimmen? Fühlt ihr euch getrennt? Einer nach dem anderen. In gewisser Weise schon. An Wochenenden gehen wir gemeinsam aus, auch mit Weißen. Es ist nicht so, dass wir nicht miteinander klarkämen. Wir reden mit ihnen. Aber vieles können wir nicht zusammen machen. Zu ihren Partys werden wir nicht eingeladen. Und eure weißen Freunde, wie sehen die das? Wir reden nicht darüber. Wir sagen lieber nichts, sonst heißt es wieder, wir machen Ärger. Die Diskussion hat mir gezeigt, wie sehr Schwarze und Weiße in Mississippi immer noch getrennt sind. Schade, dass nur ein weißes Mädchen dabei war. Zurück Richtung Highway 61. Raus aus Mississippi und rein nach Baton Rouge, in die Hauptstadt von Louisiana. Baton Rouge lebt von Petrochemie. Die Stadt ist wohlhabend. In Baton Rouge wurde im Juli 2016 der schwarze CD-Verkäufer Alton Sterling von einem weißen Polizisten getötet. Am Boden liegend durch einen aufgesetzten Schuss. Ein paar Tage später dann hat ein schwarzer Heckenschütze drei weiße Polizisten getötet. In Baton Rouge treffe ich Wilbert Riddle. Er ist Autor und Journalist. Ich möchte von ihm wissen, warum es immer wieder zu rassistisch motivierter Gewalt kommt. Rassismus ist Teil des Systems. Damit geschieht vieles unbewusst. Die Leute können sagen, ich bin kein Rassist. Ich mache das nicht aus rassistischen Gründen. So sind nun mal die Regeln. Rassismus ist ein Teil unserer Kultur, unseres Lebens. Rassismus ist institutionalisiert und produziert eben deshalb Gewalt. Fast hätte ich gesagt, dass Gefängnisse wie Angola das beste Beispiel sind. Aber Rassismus zieht sich durch alle Bereiche, nicht nur den Strafvollzug. Angola ist das größte Hochsicherheitsgefängnis der USA. 6.300 Häftlinge sitzen hier ein. Die meisten lebenslänglich. 4 von 5 Insassen sind schwarz. Es sind nicht nur Gewalttäter. In Louisiana gilt 3 strikes and you're out. 3 Verbrechen, egal welcher Art, und man sitzt lebenslänglich. Angola erwirtschaftet einen Jahresumsatz von 120 Millionen Dollar durch die Arbeit der Häftlinge. Unter anderem pflücken die Männer Baumwolle. Nach dem Bürgerkrieg musste man sich nicht überlegen, was nach der Abschaffung der Sklaverei passieren würde. Sie wurde gar nicht abgeschafft, nur modifiziert. Man hat Straftäter zu Sklaven gemacht, zu Staatssklaven. Also ist Angola... Genau das Gleiche. Weiße Bosse und schwarze Sklaven. 95% der Insassen werden dort sterben, weil ihr Strafmaß eine Entlassung zu Lebzeiten ausschließt. Angola hat die höchste Konzentration an Menschen, die dazu verdammt sind, an einem bestimmten Ort zu sterben. 6-mal im Jahr öffnet Angola seine Pforten. An den Sonntagen im Oktober und am letzten Wochenende im April findet eine Art Volksfest statt. Die Häftlinge können einen ganzen Tag mit ihren Familien verbringen. Der Eintritt für Nichtinsassen kostet $20. Frei darf ich mich hier nicht bewegen. Ich habe einen Aufpasser.
Er heißt Joe. Willkommen in Angola. Wie läuft's bisher? Ich habe noch nicht viel gesehen, außer dem Weg hierher. Ziemlich groß das Ganze. In Deutschland gibt es keine Rodeos, nicht wahr? Für jemanden, der so etwas noch nie gesehen hat, ist das eine tolle Sache. Höhepunkt ist ein Rodeo mit Insassen als Cowboys. Das Preisgeld beträgt $500, ein Vermögen für die Häftlinge. Auf der Plantage arbeiten sie für einen Stundenlohn von 30 Cent. Auf dem Jahrmarkt verkaufen Häftlinge Kunsthandwerk, das sie in den Werkstätten in Angola gefertigt haben. Zu Schnäppchenpreisen. Mir fällt auf, dass einige Häftlinge hinter Gittern sind und andere frei herumlaufen. Nur sogenannte Trustees dürfen am Rodeo teilnehmen. Insgesamt 1200 Häftlinge. Wiederum nur ein Viertel von ihnen ist für die Gefängnisverwaltung besonders vertrauenswürdig. Diese Class A Trustees können sich auf dem Gelände frei bewegen. Mir wird einer dieser Class A Trustees als Interviewpartner vorgeschlagen. Er sitzt seit 22 Jahren für einen Drogendeal mit Todesfolge und hofft nun auf Freilassung. Gott segne Amerika. Im Jahr 2012 hat der oberste Gerichtshof entschieden, dass Jugendliche nicht ohne weiteres zu lebenslänglich ohne Haftprüfung verurteilt werden dürfen. Das Gericht muss alle Umstände berücksichtigen, auch die mildernden. Durch die Gnade Gottes werde ich vielleicht die Möglichkeit haben, der Gesellschaft und den Strafverfolgungsbehörden zu zeigen, dass ich mich geändert habe. Wird die Gesellschaft Sie mit offenen Armen empfangen? Die Gesellschaft ist wie Sie und ich. Sie wird mich nach dem beurteilen, was sie von mir sieht. Sie wird glücklich sein, mich wiederzuhaben. Meine Nachbarn werden sich freuen, weil ich ihnen den Rasen mähe. Mr. Johnson wird glücklich sein, weil ich seinen Wagen wasche. So bin ich eben. Jemand, der gibt, nicht nimmt. Ich bin ein Segen für die Menschen. Ob das Leben in Freiheit so einfach ist? Wer sich um einen Job bewirbt, muss Vorstrafen angeben. Sozialhilfe bekommen entlassene Häftlinge nicht. Auch deshalb landen 2/3 innerhalb eines Jahres wieder im Gefängnis. Zurück zum Rodeo. Häftlingspoker. Mit klassischem Rodeo hat das wenig zu tun. Convict Poker ist eine Erfindung aus Angola. Es geht darum, als Letzter auf dem Schemel sitzen zu bleiben. Die Zuschauer sind fasziniert. Aber mich erinnert es an Gladiatorenkämpfe im alten Rom. Ich spreche Perry Stack darauf an. In der Gefängnisverwaltung ist er fürs Rodeo zuständig. Wir haben eine Warteliste so lang wie mein Bein. Niemand wird gezwungen, mitzumachen. Die Jungs lieben es. Für einen Tag sind sie ein normaler Mensch. Klar, manche verletzen sich. Aber ich habe Football gespielt, ständig was abgekriegt und es geliebt. Als nächstes Flippern. Ziel ist es, nicht vom Stier attackiert zu werden und im Kreis stehen zu bleiben. Ich halte dieses Spektakel nicht mehr aus. Bloß weg hier. Im Knastrodeo wird die Unmenschlichkeit des amerikanischen Strafsystems erschreckend anschaulich. In Angola hat auch Wilbert Widow gesessen. Verurteilt wegen Mordes für 39 Jahre. Es gibt etwas Neues im Strafsystem. Früher war alles im Gefängnis umsonst oder wurde aus Steuergeldern finanziert. In den letzten Jahren wurde immer mehr privatisiert, damit Unternehmen Geld damit verdienen.
Ich hatte mit einem Insassen in Virginia zu tun, der musste Kost und Logis bezahlen, für das Privileg, im Knast zu sitzen. Er muss für jeden Tag bezahlen, den er im Gefängnis sitzt. Wenn du auf Bewährung bist, musst du neuerdings für deinen Bewährungshelfer zahlen. Als ich rauskam, hat das Gericht mir eine Riesensumme auferlegt. Ich weiß nicht mehr, wie viel, jedenfalls mehr als $100,000. Wofür? Gerichtskosten. Für das Privileg der Gerichtsverhandlung. Sie haben mich angeklagt und verurteilt. Weil die Geschworenen mich freigesprochen haben, was dem Gericht missfiel, hat es mir die Gerichtskosten aufgebürdet. Ich sollte über $100,000 zahlen. Woher sollte ich das Geld nehmen? Ich kam aus dem Gefängnis und hatte keinen Cent. So machen sich Straftäter zu Sklaven des Staates. Und was haben Sie getan? Ich hatte sehr gute Anwälte. Die sind vor Gericht gegangen, bis vor das oberste Gericht von Louisiana. Dort wurde entschieden, dass ich nicht zahlen musste. Weil sie das nicht von anderen verlangten, durften sie es auch nicht von mir verlangen. Kaum zu glauben, dass Häftlingen Schulden aufgebürdet werden. Kritiker sehen das Strafsystem der USA als Fortsetzung von Sklaverei und Rassentrennung. Wer hohe Schulden hat, ist kein freier Mensch. Weiter den Mississippi hinunter, zum letzten Ziel meiner Reise. New Orleans, the Big Easy. Die Stadt ist ein Mythos. Hier scheint alles erlaubt, anders als im Rest der USA. Eine Musikmetropole wie Memphis. Der Old Man River, der Mississippi. Nicht weit von hier mündet er in den Golf von Mexiko. New Orleans ist von Wasser umgeben. Weite Teile der Stadt liegen unter dem Meeresspiegel. Dämme sollen sie vor Überflutungen schützen. Doch im Spätsommer 2005 fegt Hurricane Katrina über den Golf von Mexiko. Ausnahmezustand für New Orleans. We will do everything in our power to help the people and the communities affected by this storm. Hurricane Katrina is now designated a Category 5 hurricane. We cannot stress enough the danger this hurricane poses to Gulf Coast communities. Um die Stadt herum brechen die Dämme. Mindestens 700 Menschen verlieren ihr Leben in den Fluten. 80% des Stadtgebiets werden überschwemmt. Besonders schlimm wütet Katrina im Lower Ninth Ward, einem ehemaligen Sumpfgebiet. Hier lebten hauptsächlich Schwarze. Bis heute ist das Lower Ninth Ward ein arme Leuteviertel. Weiße sucht man hier vergeblich. Mittendrin das Musicians Village. Eine Ansammlung kleiner Häuser, bewohnt von Musikern. Die Gegend wurde nach Katrina mit Stiftungsgeldern wieder aufgebaut. Ich treffe Calvin Johnson, Jazzmusiker in dritter Generation. Sprechen wir über Katrina. Wo warst du während des Sturms? Wie hast du ihn erlebt? Ich war in New Orleans. Ich hatte Glück, weil ich evakuiert wurde am Tag, bevor Katrina zuschlug. Dann habe ich fast 2 Jahre wie ein Nomade gelebt. Ich bin nach Houston, Atlanta, Chicago und Portland. Erst dann konnte ich ganz nach New Orleans zurückkehren. Katrina hat vieles offenbart, worüber in den USA sonst nicht gesprochen wird. Wer zu arm war, um die Stadt zu verlassen, landete im Stadion, im Superdome. Zeitweise an die 40.000 Menschen, fast nur Schwarze. Sie lebten unter unmenschlichen Bedingungen. Das Dach leckte, die sanitären Anlagen fielen aus und die Versorgung mit Nahrungsmitteln funktionierte nicht. Hatte die langsame Reaktion etwas mit Rassismus zu tun? Auf jeden Fall.
Vor Katrina war New Orleans eine afroamerikanische Stadt. Zwei Drittel der Menschen waren schwarz, fast drei Viertel. Gleichzeitig sind wir hier im tiefen Süden Amerikas. Hier ist Klasse gleich Rasse. Die Menschen am unteren Ende der Leiter, die Armen, die nicht gerettet wurden, sind schwarz. Man kann die Leiter nur hochsteigen, wenn man weiß ist. Hat sich das Bevölkerungsverhältnis nach Katrina geändert? Das Rassenverhältnis? Ja, das Rassenverhältnis. Ziemlich deutlich sogar. Vor Katrina betrug unsere Bevölkerung ungefähr 500 bis 550.000. Nach aktuellsten Zählungen sind es nur noch etwa 350.000. Ein Großteil der Einwohner, die vor Katrina hier gelebt haben, afroamerikanische Einwohner, sind nicht zurückgekehrt. Und es gibt einen starken Zuzug von Leuten, die wir Gentrifizierer nennen, von weißen Amerikanern. Sie haben die Stadt übernommen. Mehrmals am Tag kommt ein Touristenbus ins Musicians Village. Es ist Teil der Stadtrundfahrt. New Orleans lebt vom Tourismus. Das war schon immer so. Aber nach Katrina ist die Abhängigkeit gestiegen. Für Musiker wie Calvin Johnson bleiben nur Jobs als Unterhalter. Etwa auf der Bourbon Street, der Entertainment-Meile von New Orleans. Ich erzähle Calvin von meiner Reise. Von Clarksdale und Jackson, von Philadelphia und Angola. Bist du schon einmal mit dem Strafsystem in Berührung gekommen? Ja, aber zum Glück noch nicht persönlich. Ich hatte noch nicht direkt mit dem Strafsystem zu tun. Aber das kann einem hier schnell passieren. Einfach während dieses Interviews. Trotzdem betrifft es mich. Es hat meine Familie kaputt gemacht, sie dauerhaft zerstört. Wenn jemand vom System erfasst wird, ist er gewissermaßen nicht mehr Teil der zivilisierten Welt. Wenn er wieder rauskommt, ist er total entmenschlicht. Diese ständige Bedrohung belastet mich. Aber ganz ehrlich, das ist das Los eines Schwarzen in Amerika. Als Schwarzer in Amerika musst du ihr Spiel spielen. Und du musst die Spielregeln kennen. Wenn nicht, landest du schnell unter der Erde. Oder in einer Zelle. Was ist das für ein Spiel? Schwer zu sagen. Im Grunde geht es ums Überleben. Abends im Verrettes, einem Club in Midtown, abseits der Touristenströme. Hier tritt Calvin jeden Donnerstag auf und spielt seine Musik, funkigen Jazz. Im Publikum Schwarze und Weiße. Schade, dass mich das erstaunt. Auf meiner Reise habe ich erfahren, wie fremd mir mein Heimatland geworden ist. Je weiter im Süden, umso mehr. Wird die Gewalt zwischen Weißen und Schwarzen jemals aufhören? Es ist noch ein langer Weg, bis man diese Frage mit einem Ja beantworten kann.